Herzlich willkommen zu einer Runde StarCraft 2 Arcade Mode Desert Strike in meinem 1 gegen 1. Was so viel bedeutet wie, dass ich jetzt genau aufpassen muss, was er baut. Weil es jetzt um Countern geht. Der Gegner ist ein Zerg, ich habe Zufall genommen. Das heißt, er weiß gleich, welche Rasse ich habe. Mal schauen, ob er was baut. Also für mich ist es erstmal wichtig, die Mitte einmal zu haben. Wegen 15% mehr Income. Und er baut sogar. Ja gut. Wenn er baut, dann ist das gut. Dann ist das sogar sehr gut. Jo, dann klatschen wir hier einfach mal ein paar Berserker hin, ne? Gehen die als leicht? Natürlich nicht. Sie gehen natürlich nicht als leicht. Oh, dann klatschen wir ein paar Berserker hin. So, er kriegt ja nicht... Ah, da hat er jetzt schon ein bisschen was anderes gebaut. Aber okay, natürlich Bendingen. Wegen er hat jetzt zwei Berserker gesehen. Aber gut. Bendingen sind jetzt nicht der Hardcore für einen Berserker. Weil ich glaube, man braucht 4 Bendingen oder so für einen Berserker. Nachteil ist der Flächendamage. Aber eigentlich sollte das klappen. Komm, komm mal raus, Alter. Mich geht es nämlich darum, dass ich jetzt eigentlich mit meinem Berserker gewinne. Und seine Kanone zerstöre. Und das so schnell wie möglich. So schnell das nur gehen kann. So, das sollte erstmal reichen. Jetzt gebe ich denen gleich noch ein Chance-Upgrade. Oder? Oh, ich spare lieber. Das ist die Frage, worauf gehe ich jetzt? Gehe ich direkt nächste Zeit? Zwinge ich ihn auch in die nächste Zeit zu gehen? Oder baue ich einfach Berserker weiter aus? Gerade voll am Überlegen. Ich gehe nächste Zeit und baue noch Berserker weiter. Ich werde nämlich Unsterbliche bauen. Ich will nämlich diese scheiß Kanone weg haben. Ich will den Mineralien. Die 200 Mineralien. Gut, ich halte jetzt erstmal die Mitte. Und seine Wave hier kämpft immer schon gegen die Wave. Und da sterben fast alle Banelinge. Und von daher sind mir die Banelinge einigermaßen egal. Dann hat es halt wirklich dieser Flächenlimit. Er hat hier 3 Berserker getroffen und direkt den Schild weggemacht. Ah, 50 Schaden, glaube ich. Also bräuchte man 3 Bändinge für einen Berserker. Wenn die halt so auf den Haufen stehen, dann tut das echt weh. Warum sollte er die Bändinge eigentlich auch an die Front stellen? Aber gut. Ah, das wird jetzt ein bisschen mehr wehtun. Jetzt, wie sie da raufkommen, aber sollten sie trotzdem packen. Sollte drin sein, das zu schaffen. So, dich klatsche ich ein bisschen weiter hinten hin. Nein, 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 nein. Ich warte noch einmal. Die Welle lasse ich erst nochmal kommen. Ich weiß nämlich, was ich baue. Ich weiß es. Und zwar baue ich gleich nur Protektoren. So. Gemacht. Dann platziere ich mal Protector. Wo baue ich Protektoren? Ich weiß es gar nicht so ganz. Bin ich mir gerade nicht ganz so sicher, ob ich Protektoren wirklich bräuchte. Aber egal. Die holen Salads raus. Berserker. Ja, man sieht jetzt, pusht er nämlich. Bellinge machen nämlich da den Hauptdamage. Das ist nicht nett. Das ist ganz und gar nicht nett, aber egal. Jetzt kommt gleich das Chance-Upgrade noch einmal rein. Na komm. So, hat er nicht Upgrades drinne? Panzerungs-Upgrade hat er drinne. Oh, jetzt konnte er sogar zum ersten Mal komplett zum Pushen kommen. Ja, der will mit Bellinge meine... Also er countert sie halt. Das ist... nicht nett. Ah, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Noch gebe ich nicht auf. Warum sollte ich auch aufgeben? Komm, mal Unsterblicher, drück Damage. Wo ist der Damage? Ah, das ist halt diese Bending, Alter. Sie töten meine ganzen Berserker einfach in Nu. Okay, ich glaube, ihr solltet vielleicht statt dessen Archens machen. So. Und dahinter hole ich die Jungs. Komm. Kommt hervor. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die Jungs? Adepten. Die Adepten. Unsterblich kann hier nicht viel machen gegen die Queens. Macht er jetzt nicht schlecht. So. Jetzt sind diesmal keine Bellinge da. Jetzt wird hier ein bisschen aufgeräumt mit den neuen Jungs. Zumindest kurzzeitig. Oh, die rauschen da aber auch nur so rein. Das tut weh. Bauen wir mal bitte hier dunkle Templer hin. Shit, ey. Der macht mich platt, der Junge.
Das läuft nicht. Das läuft nicht so, wie es laufen soll. Überhaupt nicht. Leider überhaupt nicht. Hä, die Unsterblichen waren eine dumme Wahl, aber Archens. Darum baue ich jetzt dunkle Templer, weil ich danach die ummorf in Archens. Die sollten nämlich das gut tanken können. Die tanken gut. So. Ja gut, mein dunkler Templer, der wird natürlich auch von dem Banding einfach weggemacht. Ja, aber da hau ich noch einen dunklen Templer raus. Komm. Ah, jetzt scheine ich langsam wieder zu gewinnen. Jetzt scheine ich langsam zu gewinnen. Upgrade-mäßig. Oha. Der hat schon 1, 2 Upgrades. Auch beim Nahkampf-Damage muss auch jetzt auf Upgrades weitergehen. Ja, die dunklen Templer, von denen bekommt man gar nichts mit, weil sie direkt sterben bei den Bändingen. Aber jetzt habe ich auch wieder die Mitte. Ich mache jetzt einmal Dead und dann gehe ich nämlich jetzt auch gleich einmal auf Gas. Einmal auf das Gas. Gute Jungen, Sterblichen halten echt viel durch. Also war vielleicht auch gar keine so ganz schlechte Wahl. So, aber jetzt will ich auch einmal mein Gas haben, weil ich jetzt eh pushe. Jetzt sieht er auch meinen dunklen Templer, das ist egal. Aber ich krieg dafür die Kanone jetzt. Die wird fallen. Und er hat eine ganze Bailing-Armee, aber dafür sind ja auch die hier zum Teil da. Die Hologramme. So, dann nietet die mal weg. Schön weg, Mann. Schön weg, Mann. So. Die Archens. Wo setze ich die eigentlich hin? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich setze sie einfach hier vorne hin nachher. Wenn ich die hier verwandle. Oder an den Seiten einfach hin. Wenn ich die zu Archens verwandle. Weil die Archens, die müssen das eigentlich gut abfangen können. Die Bähnlinge und Zerklinge, weil die auch die Angriffe springen über und machen gegen biologische Einheiten mehr Damage. Das müsste eigentlich richtig gut hinhauen. So, ich würde jetzt natürlich gerne einmal gucken. Ah, er hat auch einmal Gas. Aber jetzt baut er McQueens. McQueens. Immer McQueens. So, jetzt gehe ich aber nochmal auf das Schadensupgrade. Und jetzt gleich werde ich, glaube ich, auch Hightems bauen. Weil ich glaube, die werden doch ihren Nutzen haben. Obwohl, das Upgrade haue ich auch noch raus. Und dann kommt das Schadensupgrade. Da muss ich mal sehen. Der Vorteil natürlich bei den Queens, man sieht, sie heilen sich einfach. Bei uns Sterblichen machen wie viel? 22 Schaden. Abzüglich 2 sind 20 Damage. Ah, da kriege ich nicht so hier. Der hat halt wirklich voll so Queens, 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 die sich dann alle gegenseitig heilen. Dagegen muss ich vorkommen. Die muss ich irgendwie wegklatschen. So, nochmal Schadensupgrade reinhauen. Ja, der dunkle Templer macht dafür Damage. Wenn er mal überlebt und nicht in die Festungsrange kommt, überlebt er. Jetzt ist er zweite Zeit, jetzt kommen die Verseucher. Okay. Aber kein Problem. Kein Problem, kein Problem. So, jetzt die Frage. Hightems? Ja, nein. Weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob die Hightems ihren Zweck erfüllen würden. Was ich an seiner Stelle gerade bauen würde, wären ein paar Mutas. Einfach Mutalisten, weil ich habe keine Anti-Air, außer die Protektoren. Und der Schaden von denen ist nicht gerade überdurchschnittlich. Aber ich scheine zu gewinnen, also ich werde jetzt einfach weiter auf Unsterbliche setzen, weil die reißen die Festung ein. Weil die Festung gilt als gepanzert und die machen 60 Schaden dagegen. Also wenn, er muss jetzt einen Weg finden, mich zu countern. Weil solange ich hier vorne bin, ist mir das relativ egal. Also eigentlich muss ich jetzt nur darauf bauen, nicht irgendwie ihn weiter zu countern, sondern die olle Basis einzureißen. Und darauf baue ich jetzt ein paar mehr Unsterbliche. Ich baue noch einen Unsterblichen und dann gehe ich direkt auf Gas. Auf das zweite Gas. Jetzt geht er ganz schön auf Verseuchte. Ich weiß nicht, ob Verseuchte sich da wirklich lohnen. Aber ich glaube, einen Unsterblichen, ein Gas und dann kommen wirklich die Hightems. Wirklich auch so ein Flächendamage an Schaden zu verursachen. Komm, komm, komm. Noch einen Unsterblichen raushauen. So. Weil er hat halt das Problem, er kriegt meine Unsterblichen nicht tot. Die Queens machen halt nicht viel Schaden. Zwei Angriffe, 6 Schaden. Davon. Ja, wird ein und zwei Schaden. Also sie kriegen meine Unsterblichen nicht tot. Eigentlich brauche ich nur Unsterblichen. Man sieht ja, die Basis wird richtig schnell weggemacht. Verliert jetzt schon wieder Lebenspunkte. Jetzt hat sie auch zum ersten Mal ordentlich Schaden bekommen. Jo, 200 Sch Lebens weg. 200 Leben, das ist schon mal gut. Also wenn ich so weitermache, müsste ich das gewinnen.
Ah, Schwarmwirte, gut, ich brauche Detektoren. Gut, dass ich gescannt habe. Ja, da sehe ich es ja auch schon. Gut. Aber er ist immer noch bei einem Gas. Das heißt, jetzt bin ich income-mäßig komplett vor ihm. Mit zwei Gas. Wenn die jetzt mal endlich liefern würden, ich brauche einen Detektor. Solange ich keinen Detektor habe, sind die Schwarmwirte ein Problem. Das war ein großes. Jetzt komm. Ja, ich habe nicht genug Mineralien. So. Jetzt habe ich auch meinen Detektor auf dem Feld. Jetzt wird los. Gelockt. Ich glaube, ich könnte aber auch noch ein paar mehr Protektoren bauen. Solange der nämlich keinen Detektor hat, ist mir das relativ egal, was er da macht. Also noch ein weiteren Protektor. Weil die Hologramme erfüllen ja ihren Zweck. Die tanken ein bisschen. Machen kein Damage, aber sie tanken. Weil er keinen Detektor hat. Außer die Festung leider. Wie man jetzt hier sieht, der ist aufgedeckt. Aber jetzt wieder. Ah, Welle kommt. Welle kommt nicht früh genug. Basis kriegt wieder Damage. Nein, wieso denn die Schwarmwirte? Jetzt geht der extrem auf Schwarmwirte. Alter, der geht mir ganz schön auf den Sack damit. Muss ich ja mal sagen. Wo scheiß drauf. Ich morph den jetzt erstmal um hier. Komm, euch. Dich morph ich erstmal hier um. So. Dunkle Templer bringen mir einfach nichts bei der Festung. Die werden halt einfach sichtbar gemacht. Ich brauche jetzt echt eine Antwort gegen diese Armee. Der geht jetzt. Ah, Kolosse. Obwohl, ich habe noch eine andere Idee, weil er keinen Detektor baut, aber die kann er mit einem Detektor leicht countern. Das wäre das Mutterschiff. Jetzt ist halt Kolosse oder Mutterschiff? Das ist die Frage. Mutterschiff kann er zum Teil countern mit einem Overseer, den er Detektor benutzt. Kolosse, da müsste er Disruptor bauen und die könnte ich auch leichter abfangen. Weil den Detektor zu killen ist ein bisschen schwer, der bleibt hier und ich habe halt keine Anti-Air. Ich will ihn auch nicht dazu drängen, jetzt Lufteinheiten zu bauen. Ah, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich setze jetzt echt auf Kolosse, weil ganz im Ernst, Boden, was will er machen? Also die Unsterblichen, er bekommt sie einfach nicht tot. Er müsste Counter gegen die Unsterblichen bauen, aber das wird so nichts. Nur die sind halt extrem nervig, aber damit wird er, glaube ich, nicht gegen mich pushen. So, jetzt hauen wir nochmal das letzte Schadensupgrade rein. Jetzt machen die nämlich 65 Schaden, wenn die jetzt mal an die olle Festung kommen. Jetzt komm, haut die weg und haut die olle Festung weg. Vielleicht klappt es auch ohne Kolosse. Weil ich würde jetzt sonst Kolosse einfach. Ja, GG. GG. Also, das hier würde ich als klaren Fehleinkauf. Das sind. Wie viel sind da? 700? 800 Mineralien für die drei, da hätte er was anderes bauen können. Aber gut. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.